Ja, moin moin, hier ist wieder euer Bib, aber nicht nur der, sondern auch. Der Bob, ja, moin moin. Nicht schlecht, Herr Specht. Ich muss mich immer wieder erst am Anfang dran gewöhnen, hier bei so einer neuen Aufnahmesession, dass ich nicht mit WASD irgendwas mache, sondern einfach mit den Pfeiltasten. Der Panzer fährt mit Pfeil aufwärts vorwärts. Aber ziemlich. So, und der Panzer will auch anscheinend, dass ich da jetzt runtergehe. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Ja, das sah doch schon mal sportlich Naja, aus. eigentlich suchen wir ja nur Zahnräder, die hier irgendwo rumliegen sollten. Das ist richtig. Was soll schon schief gehen, ne? Was soll schon schiefgehen? Da Der da sehe zum der Beispiel. da zum Beispiel. So ein Seitwärtssalto. Oh nein, er kommt schon! Hier Seitwärtssalto! Alter, nicht schlecht. Hält aber mehr aus, als du denkst. Aber nicht genug. Sag mal, Bob, gibt's hier Dinosaurier? Anscheinend leben sie noch. Darauf würde ich einen speichern. Guter Call, Bob. So ein Dino, ne? Und der macht man. Also, weißt du, Nicht, dass wir den vergessen. Nicht laden, die haben natürlich. alles, die haben alles überlebt, die Dinos, ne? Hier in diesem Tal. Unberührt von der Natur konnten die, also nee, von der Zivilisation konnten die in dieser Natur hier 2000 Jahre sich fortpflanzen und überleben. Jetzt kommt Lara vorbei. Ja, und ich weiß, Da eigentlich ist da ja noch hinten, einer. ja, genau. Der Trick ist einfach lange stehen bleiben und rückwärts. Aber Einfach Bob. ausgeschaltet. Ist ja ein Grund zum Speichern, würde ich sagen. Ja, du hast recht. Wir müssen hier ein bisschen vorsichtig Ja, sein. wir haben so ein bisschen ein Gefühl, könnte man sagen. Aber gut, Ja, wer wir das haben ja Spiel ein kennt, bisschen. weiß Bescheid. Ja, und zwar hier bei der Brücke passiert's. Die Musik wird. Musik. Ballern! Ist das tatsächlich ein. Ich wollte gerade fragen, wie viel Schaden der wohl macht, aber hat sich schon erledigt. Ich konnte es immerhin mal sehen. Okay, hattest du ihn auch ein bisschen heftiger in Nee, Erinnerung? genauso hatte ich ihn in Erinnerung. Du springst die ganze Zeit rückwärts und ballerst wie bekloppt. Am besten fahre ich deine Strecksprünge, damit du auch oben den Hals triffst. Ja, yeah, man muss immer, guck mal hier, der Hals hat jetzt hier auch so einen Genickschlag gekriegt, ne? Ja, Genickschlag. So, da ist er. Es gab auch einen Erfolg, aber wer hätte das, also das hätte man natürlich auch nicht anders Das ist gut erwartet. gelaufen, Biff. Das ist ein Eintrag im Reisepass wert. Und dann war es auch, glaube ich, das erstmal mit den vielen Einträgen im Reisepass. Ich Ich glaube glaube, auch, jetzt wird es erstmal ruhiger. jetzt ist hier wieder erforschen dran. So, ja, die Zahnräder. Guck mal, da sehe ich doch zum Beispiel schon mal das erste Teil. Hier gehen wir doch schon mal Kam rein. da ein Raptor raus? Weiß ich nicht. Ich dachte, hier hätte man sich wahrscheinlich auch reinstellen können, ohne dass man. Ich glaube, ich hatte den halt immer so besiegt, dass ich einfach nur zurückgegangen bin und dann habe ich mich. Beim ersten Mal habe ich mich irgendwo reingestellt, Also, wo der nicht die Male, die ich reinkam. das gesehen habe, war das auch genau so. Ja, also hier, wir müssen nachher noch da irgendwie rüber und so, aber noch sind wir halt nicht da. Aber Ja, aber hier geht's wohl rein. Hast du die automatisch gezogen oder? ich ziehe die immer, wenn ich irgendwo hingehe, in Naja. unbekanntes Gebiet. Ah, ich bin heute auf einer Party. Ich ziehe erstmal meine Gans. Genie's got a gun. Lara's got a gun. Ich habe das aber richtig verstanden, ne? Also die Shotgun ist wie die Medipacks, das sind Sammelstücke, oder? Shotgun? Ja, das. Das sind ja auch noch keine Gegner. Das sind keine Gegner, das stimmt schon. So ein T-Rex, das sind keine Gegner. Ach komm, hör auf, mich zu verarschen. Ist sein Kumpel noch am Leben oder ist er noch am Leben? Wo ist er denn? So, jetzt ist er nicht mehr am Immerhin haben Leben. sie eher so eine seitlich schießende Animation Ja, gegeben, das ist ja wie auch schon. damals schon. Die gab es doch Das ist ja damals. schon. Schon ziemlich cool. Nur dann schießt sie halt, wenn du Pech hast, nur mit einer Gun, dann macht sie nur die Hälfte des Schadens. Aber ist es auch so? Ja, das weiß ich nicht, ob sie nicht, also nicht trotzdem vollen Schaden Ich macht. dachte, du bist hier voll der Crack und kannst mir das alles sagen. Nee, ich bin nicht Crack, ich bin Bib. Ah, nicht schlecht. Aha. Crack Bip, sind da unten Raptoren? Nein. Ich glaube nicht. Nur die Sache ist. Ich will mich hier nochmal aufmerksam umgucken. Okay, das sieht aber nicht so aus, als käme man Das dahin. ist nur der klassische Lichteinfall. Ja. Vielleicht willst du dich hangelnd erstmal an die Kante begeben, wobei weiter hangeln ist auch keine Option, oder? Ich glaube nicht.
Let gravity decide this. Doch, schon, aber... Ja. Auch nicht wirklich weiter. Und dann ist eh Rutschen angesagt. Ja, und auf der anderen Seite geht's auch nicht wirklich weiter, ne? Nee, aber hätte ja sein können, nachdem wir beim letzten Mal so ein Secret finden konnten. Ja, dass das nochmal klappt. Ja. Immer dieser Schockmoment, ach, wenn sie anfängt auf irgendwas zu zielen. Aber sie tut es nicht. Ja. Ah, diese Kante, diese natürliche Kante. Ja, habe ich natürlich sofort gesehen. Ah, yeah. Ach, guck mal hier. Ja. Aha, hier ist sogar Shotgun-Munition. Nicht schlecht gesehen, Herr Bipp. Naja, aufmerksam umgucken hilft immer. Okay. So, aber da konnte man auch noch nach... Nee, konnte man nicht nur nach oben. Ich dachte jetzt, man kann... Ich glaube, um die Ecke kann sie auch nicht. Das kann sie auch erst im nächsten Part. Wenn überhaupt. Nee, okay. Dann war's das hier. Nee, das scheint abgeschlossen zu sein da. Ja gut, gab ja auch einen Secret-Erfolg, also... Yep. So, dann können wir noch an die Höhle hinterm Wasserfall glauben. Immer. Aber ich glaube, in diesem Fall... Ist da eine satte Stein... Oh nein. Bitte beginnen Sie mit Tauchbewegungen. Nicht die Höhle hinterm Wasserfall, aber die Höhle beim Wasserfall. Guck mal an. Oh ja. Scheiße. Oh, das hallo. Das ist natürlich nicht so geil hier. Der Kollege ist auch schon da. Und der trackt dich auch schon? Nee, nicht so richtig. Fire at will. Hast du ihn erwischt? Nee, also nicht komplett. Doch. Oh, das war billig. Er trinkt Wasser. Ja. So. Tut mir ja leid, aber der ist um. Nicht schlecht. Das ist schon... Nicht verkehrt. Also hier kann ja eigentlich jetzt auch kein Wolf oder so oder was noch drin sein. Weil den hätte der Raptor ja wohl gefressen. Da bin ich mal auf deiner Seite. Naja, das ist ja von 6 Leuten, hattest du gesagt, haben die das gemacht und die sind ja bekannt für gutes Game Design. Aber ja, alle 6. Alle 6, aber was bringt mir das jetzt hier? Da geht's auch weiter. Hier meinst du? Ja, stimmt. Ja. Aber wo kommen wir hin? Wo kommen wir da denn hin? Du bist oben irgendwie. Ist das nur ein anderer Eingang in diese Höhlen? Ich weiß gar nicht. Guck mal da. Das ist doch die Raptor-Passage. Die T-Rex-Passage. Ja, genau. Bin ich anscheinend einmal im Kreis gegangen. Aber das kann es eigentlich noch nicht gewesen sein, oder? Ich würde sagen, nein. Ich würde sagen, auch nein. Gucken wir uns nochmal, also dann hätte man ja doch von hier reingekonnt, aber so, okay. Gucken wir uns nochmal aufmerksam um. Das ist das Oberlicht. Ich glaube, da komme ich nicht raus. Das ist zu weit oben wahrscheinlich, ja. Ja, danke, Lara. Einmal kurz die Handknöchel knacken lassen an der Höhlenwand. Das sieht nicht so aus. Das scheint mir sogar so programmiert, als wäre da gar kein echtes Loch. Nee. Ach so, aber warte mal. Hier gibt es doch 3 Wege. Achso, nee, das ist der Weg, von dem ich gerade gekommen bin. Gut, dann gucken wir nochmal hier bei dem Raptus Zaptus with the Extreme Dinosaur. Können wir hier denn noch hoch? Naja, da können wir bestimmt auch noch hoch. Und du bist ja getaucht. Vielleicht gab es in dem Raum davor ja auch noch etwas, bevor du getaucht bist. Nee, warte mal. Ja, das kann... Ja, nee, guck mal, nee, da geht's hoch. Safe. Ich sehe das doch von hier. Na dann öffne er den Safe. Ja. So. Je höher du kommst, umso eher würde ich nochmal speichern wollen. Ja, speichern, schmeichern, sag ich immer. Der eine Dino. Letztes Mal auch so von Wölfen zerfressen. Hier ist anderes Gestein. Ach, guck mal, hier muss man sogar hin. Hier ist noch so ein Zahnrad. Naja, bis es soweit ist, werde ich mich entschieden haben. Soll ich für diesen Level als, also soll ich da den Tyranno nehmen oder das Zahnrad als, so ist, das ist der Level, also als Symbol für den Level bei. Beide. Ja. Eins vorne, eins hinten. Achso, ja, weiß ich auch nicht so. So, jetzt speichere ich, weil jetzt muss ich, jetzt also wieder nach der unten Dino muss. Ist ikonischer als die Zahnräder. Ja, würde ich auch sagen, das ist schon ein Zahnrad. Eben.
Guck mal, wie ich wahrscheinlich eine echt heftige Erfindung, aber so ein Dino, ne? Die gibt es ja schon nicht mehr. Und alle außer sind halt hier. Alle sind halt auch immer so Fans von Dinos, ne? Jeder mag ja Dinos, weißt du? Tatsächlich mag fast jeder Dinos, glaube ich. Es sah erst so aus, als würde sie sich alles brechen. Ja. Ich tauche zurück, ne? Was geht? Was geht? Können wir noch gucken, ob wir da irgendwas übersehen hatten, aber du meintest ja, du hast alles gesehen. Achso, ja. Hier ist auch ein Eingang. Durch den Wasserfall halt. Ja. Ach nee, das ist. Ah, jetzt haben wir es. Ja, ja. Von da oben bin ich runtergekommen. Jetzt ist. Achso, und das hier? Achso, da war das Secret. Ja, genau. Okay. Naja, schauen wir uns erstmal weiter um, würde ich sagen. Ich auch sagen. Erstmal hier alles auf dem Fußball. Also. Erstmal wieder die Gans sehen. Erstmal wieder die Gans. Erstmal umgucken ist auch immer wichtig. Das war ein schöner Rundbogen da. Kommt man da hoch? Ich weiß gerade nicht, das könnte sein, oder? Sieht sehr hoch aus. Ja, aber guck mal, das sah schon mal so aus, als könnte sie. Guck mal. Kletterwip. Ja. Wenn man schon dahin kommt, dann muss man ja nicht weiterkommen. Ruhe da unbedingt da sitzt, also. Warte mal. Hast du das so einen Eingang? Ja, da oben komme ich doch rein, oder nicht? Über das mit dem Wasserfall ist doch was. Guck mal da. Ich dachte schon mal, hier links um die Ecke, dachte ich einfach. Hä? Links? Also nein, da jetzt rüberspringen und dann um die Ecke. Warte, der ist kein Eingang. Guck mal, hier, das ist kein. Ja, da wollte ich reingehen, aber da ist kein Eingang. Das ja, in irgendeinem dieser Parts kann. Also irgendwann kann sie auch kriechen. Aber ich glaube, hier ist. Ich glaube, selbst das wäre zum Kriechen. Ach, guck mal. Ja, das musst du auch wissen hier. Das ist ja auch echt. Was? Das ist natürlich auch echt mies. Okay, irgendwas. Ja, aber das ist auch nicht so gedacht, oder? Doch. Doch, das ist so gedacht. Krass. Ja, ich. Ist so ganz secret. Ja, ich wäre jetzt auch nicht unbedingt darauf gekommen, da nachzusehen. Ja, man muss auch immer in die geheime Höhle hinterm Wasser. Ach, guck mal, da ist sogar noch mehr. Das ist sogar hier, ist sogar. So. Sehr schön. Ja, dann nichts wie raus. Ich glaube, das war's hier. Also zweimal Munition hast du jetzt gefunden, ne? Ja. Das ist ja wohl rigged. Das ist ja wohl schon ein bisschen rigged, ja. Naja, was soll's. Medipack kann man immer auch nehmen, wenn es notwendig wird. So, ja, gut. Ich würde jetzt einfach mich. Du hast super wenig Energie nur. Ja, weil ich eben abgesprungen. Also weil ich. Ah, da habe ich gerade mal woanders hingesehen, okay. Nein, weil ich dachte, sie springt unten ins Wasser und dann hat sie aber gedacht, nö, ich springe heute, springe ein bisschen weiter. Wenn man da ist, da geht's doch schon wieder rein. Willst du den denn jetzt abspeichern oder nicht? Ehe du jetzt nochmal runterfällst und dann. Ich fall nicht nochmal runter. Ich. Okay. Niemand hat die Absicht, zweimal runterzufallen. Na, also hier geht's aber tatsächlich nicht weiter. Ne, das soll dann vielleicht tatsächlich auch mal eine Nische sein. Ich höre aber schon was. Den habe ich auch gehört. Ist das ein großer? Nee, gibt hier nur einen großen. Er stampft so. Wäre geil, wenn jetzt so wie bei Jurassic Park so ein Wassergefäß erstmal so die Oberfläche, du weißt schon, ne? Da ist er. Da ist er, ja. Ja, dumm, wenn man nicht springen kann, ne? Und da gehe ich wieder. Der wartet jetzt darauf, dass du nochmal ins Wasser springst. Schnauze, Bob. Ich springe ihn nochmal ins Wasser. Hat er sehr noch? Gut. Der hat noch einen Kumpel. Ich trinke den Dinosaurier aus, Luke! Oh, oh, oh. Ja, gut, dass er erstmal rumschreit. Das ist natürlich clever. Ja, ich sag halt, deswegen muss man im Sportunterricht immer Rückwärtssalti üben. Also, weil ansonsten kann es schnell vorbei sein. Hier sieht's auch cool aus. Gucken wir uns gleich an. Kann man da noch rein? Ja, ja, kann man auf jeden Fall. Ich gehe jetzt einmal hier die Runde, damit ich hier nicht nochmal von Leuten überrascht werde, weißt du? Besser ist. So. Und dann gucken wir mal, das muss doch eigentlich aber auch noch irgendwas bedeuten. Also da oben waren wir drin. Ja.
Da kommen wir. Wir müssen noch Zahnräder finden, ne? Jede Menge. Und die müssen ja hier irgendwo liegen. Die Dinosaurier haben die, glaube ich, abgebaut. So, dann. Weil eines, wenn du schon sagst, wir springen noch über diese Brücke, würde ich sagen, liegt dann auf der anderen Seite der Brücke. Also, ja, würde ich auch sagen. Guck mal, da und hier. Also, du kannst noch in den Tempel da und du kannst noch hier. Da wird auch eins sein. Dann ist das vielleicht eher am ehesten irgendwas, was optional ist. Es sei denn, da geht's zur Brücke. Ja, es kann ja auch sein. Wir schauen einfach mal. Schauen uns einfach mal um. Hast du deine zwei Dinos abgesaved eigentlich? Nee, hab ich nicht. Ich meine, die waren dann die Lebensenergie vielleicht wert. Ja. Ja, es ist schon beim T-Rex, es ist schon sehr gut gelaufen, muss man ja auch mal sagen, ne? Ja, bevor wir gestartet haben, hast du ja diesen No-Speicher-Run vorgeschlagen. Das haben wir jetzt nicht gemacht, ne? Nee, weil du das nicht wolltest. Dann hätten wir bisher auch nicht gebraucht, 23 Mal. Ja, genau. So. Das sieht tatsächlich ein bisschen so aus, als würdest du da in eine Falle laufen. Ja, total. Oder ist der zu. Aber sind wir schon so hoch, dass wir bei der Brücke sind? Nee, ne? Schauen wir mal. Ich kann das hier, wie gesagt, größentechnisch immer alles super schwer einschätzen. Ja, und ich habe hier jetzt bei jeder Kante habe ich jetzt Schiss, dass ich Lebensenergie verliere. Ja, man lernt fürs Leben. Die waren jetzt aber nicht hoch genug. So, Kamera. Ich habe auch wieder mal so überhaupt keinen Plan, wo ich bin, aber. Also ich weiß, ich glaube, wir gehen aber Richtung Brücke, das ist schon richtig. Also. Ja, da ist die Brücke. Ist hinter dir jetzt noch irgendwas? Nee. Da ist. Oh. Die Musik ist cool. Okay, das ist ein Speichersprung. Das ist auf jeden Fall ein großer Speichersprung. Das ist auf jeden Fall ein Speichersprung. Die Musik erstmal die Musik genießen. So, dann können wir nochmal nach links und nach rechts gucken. Man kennt das ja. Vielleicht auf der anderen. Hier ist nichts zu sehen. Nee, hier sieht gut aus. So, das ist einer der leichteren Sprünge, aber weißt du, nur für dein Gewissen. Legen wir Nummer 25 an. Gut angelegte Nummer 25. Let's go. Also wie soll noch der? Da drüben ist was. Das kann ich ja sehen. So, der, das ist aber einer der einfacheren Sprünge. Natürlich. Ja. Geradeaus ohne Zeitdruck. Das kann wir. So, ja. Das stimmt. Wir haben unser zweites Zahnrad, ne? Ja. So, jetzt müssen wir, glaube ich, nochmal nach da ganz hinten zurück. Das war ein bisschen dumm. Und es ist die klassische Logik, man braucht drei von allem. Ja, würde ich schon sagen. So, jetzt müssen wir erstmal die klassische Logik, wie hoch ist denn das hier? Nicht hoch. Sehr ne? hoch. Okay. Zwei Ansichten. Du hast ja den großen Speichersprung. Ja, stimmt. Der war auch einfach. Ja. Ah, es ist rutschig. Sehr gut. Sehr gut. So, los geht's. Sprinten, sprinten, sprinten. Dann gehen wir jetzt dann nochmal schnell da sprinten, sprinten, sprinten nach da hinten, hinten, hinten. Ja, das reimt sich sogar, Bob. Juhu. Ja, das machen wir. Auf Juhu. Zum Tempel. Das Brandenburger Tempel-Design. Ja, guck mal, hier streckt ja einer die Zunge raus. Das ist ein bisschen frech. Das ist fies von dem. Ja. Wir glauben an den Geheimeingang neben dem Tempel, aber... Ja. Okay. Jetzt die Frage. Warte mal, aber da kann man vielleicht... Naja, wir gehen erstmal rein und dann können wir uns draußen nochmal umgucken. Letztes Mal lag ja auch auf dem Tempel was. Ja, genau, das würde ich nämlich auch noch überprüfen wollen, ob man da noch hochkommt. So, hier im Tempel wohnt allerdings kein Raptor, wie es aussieht. Schon mal gut. Sehr gut. Ja, das Environment ist immer das Gefährliche. So, wir haben halt jetzt eventuell... Ey, das Wasser fließt aber auch... heftig. Jetzt ist die Frage, ob da unten was drin ist. Also, ob wir tauchen müssen. Oder ob wir hoch müssen. Ich glaube, wir müssen eher irgendwo hoch und das Wasser soll uns retten. Aber man weiß es nicht, ich tauche das trotzdem immer ab. Ja, wenn sich das Wasser heilen würde, wäre es auch cool. Also, ja, sicher. Oh. Guck. Krass, ey. Aber was bringt uns? Ach, hier ist eine aber Tür. Keine hier ist eine Tür. Oh. Du musst einen Schalter finden? Ja, anscheinend.
Aber der müsste dann ja entweder hier in diesem Raum sein. Oder oben. Also es kann auch sein, dass man da so runter slidet und dann geht, also so, dass das einfach nur die Falltür aufgeht und man landet wieder unten. Boah, da, Steuerung, Bip. Ja, jetzt auf der anderen Seite auch nichts gesehen. So, dann gucken wir mal, ob wir den Wasserfall da erklimmen können. Naja, auf jeden Fall wissen wir, dass da was sein muss. Aber weißt du, was ich auch weiß? Ja. Der Part ist schon wieder vorbei. Muss auch sein. Ja, dann lass uns doch den Tempel... beim nächsten Mal erfahren. Genau, dann werden wir das erst beim nächsten Mal erfahren. Also Leute, haut rein, macht es gut, schwingt den Hut. Und ja, Laras größter Feind sind Höhen. Wie so oft. Wie so oft. Bis dann, ciao. Dann, ciao.